Ist schon hot, aber euch fehlt noch die richtige Würze im Spiel, dann wendet euch an das Gewürzmalwerk von Marc Neuhaus mit seinen handverlesenen, handgemahlenen, exklusiven Gewürzmischungen. Und zusätzlich zu unseren Hauptsponsoren bedanken wir uns noch bei den weiteren finanziellen Unterstützern der Afterwork Racing League. Auch du möchtest die Afterwork Racing League unterstützen? Dann nimm einfach mit uns Kontakt auf unter www.afterwork-motorsport.com. We'll be right back.
Sehr schön. Zu dritt nebeneinander. In die Äste rechts runter. Jawohl, atmen, atmen, nicht vergessen. Sehr gut. Ging gut, sehr schön. Wunderbar. Schön gemacht. Marco, jetzt auf P3. Jo, da bin ich wieder, AWR Mago 13, alles ein bisschen chaotisch, oh, jetzt fällt mir das ganze Zeug hier noch runter, alles ein bisschen chaotisch, die falsche Musik beim Trader anscheinend noch mitgelaufen, ja, dafür erstmal sorry, ja, ich hätte fast verpeilt, dass ja heute Abend die 50% Race Lobby ist, die Trainingslobby für den kommenden Mittwoch bei der Afterwork Racing League, das heißt, es musste eben alles ganz, ganz, ganz schnell gehen, damit ich das hier noch hinbekomme, um den Stream zu starten und noch ordentlich einigermaßen hinzubekommen. Aber es hat geklappt. Also heute hier, mein Name ist AWR Marco 13. Ich denke mal, ihr kennt mich mittlerweile. Heute Abend die Premiere für das Rennen am Mittwoch. Blue Moon Innen A heißt es, und zwar in der Rückwärtsvariante am Mittwoch und heute. Und hi, Headbanger, ja, Mahlzeit. Genau. ja, das wird am Mittwoch gefahren und das wird auch die Strecke heute sein bei der Trainingslobby, wie immer organisiert vom Team Afterwork Motorsport, vorrangig heute vom Hancock und hi, Netzer. Und vielen, vielen Dank, Mike, fürs Abo. Ich glaube, es ist schon sogar das sechste, wenn ich das richtig sehe. Vielen, vielen Dank. Unterstützt die Liga ein bisschen. Ja, und euch kostet es nichts. Und ihr seht keine Werbung. Das ist schon mal richtig gut. Ja, Blue Moon Innen A. Ich bin am Verzweifeln mit dem Porsche. Es gibt diese eine Kurve. Man fährt die schnelle Kurve. Sie geht weit. Man hat das Lenkrad immer noch ein bisschen, ja, na klar, weil man die Kurve fährt, rechts gelenkt. Man geht vom Gas und dann bricht der Porsche aus. Also man muss eine ganz andere Linie fahren mit dem Porsche an dieser Stelle. Es ist ein Mittelmotor und das bringt mich im Moment an den Rand der Verzweiflung. Und ich bin froh, wenn ich mal 5 Runden ohne Abflug an dieser Stelle hinbekomme. Aber ich habe ja morgen noch einen Tag Zeit zu trainieren. Heute musste ich ganz schnell das Training abbrechen wegen dem Stream, den ich ja fast verpeilt hätte. Ja. Afterburn Racing League, drittes Rennen, Saison 18. Ich gucke mal gerade, und zwar gucken wir uns mal die Tabelle an, die aktuelle Tabelle bei der Afterwork Racing League. Nutzen wir ja immer die Zeit, wir haben jetzt 19:56 Uhr, 20 Uhr geht die Lobby auf, das darf ich nicht verpeilen, deswegen der Controller liegt bereit. Mein Blick geht auch immer mal wieder auf den Monitor ganz links, auf die von der PlayStation. Ja, hier Liga 1. Im Moment in Führung 2 Afterwork Motorsportfahrer, Mystic und Hancock. Dahinter der Struso vom Team TTW. Don Italia Platz 4. Ich selbst glücklicherweise mal hier auf Platz 5 gelistet. Dahinter der Wayne und der Centauri auch vom Afterwork Motorsport. Und Paradox, der leider das letzte Rennen absagen musste. Blattfuß
im Moment auf Platz 9 unterwegs. Dann haben wir Lachritz, Knoppi und Fortuna. Ja, wir sind nur noch 12 Fahrer hier in der Liga 1. 3 Fahrer vom Team Gorilla Racing mussten aufhören. Die haben leider anscheinend zu spät, so habe ich das verstanden, mitbekommen, dass wir hier fahren mit BOP mit Setup und nicht LP mit Setup. Und das haben sie dann zum Anlass genommen, nach 3 Rennen vorzeitig mittendrin während der Saison eine Liga zu verlassen. Nicht schön, aber gut, muss man hinnehmen, muss man irgendwo verstehen, ist so, aber ja, macht man eigentlich nicht. Aber egal, es ist, wie es ist, das heißt, in Liga 1 wird es definitiv keinen Absteiger geben, ist gut für mich, das heißt, ich kann jetzt diese Saison ja, lockerflockig weiterfahren und mich noch ein bisschen mit dem Porsche eingrooven. Liga 2 sieht wie folgt aus, auch hier führt, freut mich natürlich aus Sicht vom Team Afterwork Motorsport, führt im Moment der Icewalker, 2 erste Plätze ist er eingefahren, dahinter Lockside vom Schwesternteam Race Monkeys, Mr. Krabs auf Platz 3, Mario, Marv, Paule und dann kommen zwei Triple, Team Triple X Fahrer, Junkfood und Teufelsfront, Roller Frasch auch vom Team Race Monkeys, vom Schwesternteam, Race Monkeys. I Am Racing vom Team Gorilla Racing, bin ich gespannt, hat fürs dritte Rennen abgesagt, aber da, die machen wohl, glaube ich, irgendwie Mittwochs jetzt ihre eigene teaminterne Liga, wenn ich das mal den Gerüchten mal Glauben schenken darf, und ziehen ihre Fahrer wohl mit. Also ich denke mal, ja, ich bin mal gespannt, ich hoffe mal, dass er am Start bleibt. Klimax, Badger, Punk Attack vom Team 15 Racing noch dabei. Geht RT Red auch vom Team Gorilla Racing, aber ihr seht auch dort schon 2 Absagen. Und dann haben wir den Judge Ballard, der leider urlaubsbedingt die ersten 3 Rennen absagen muss. Gehen wir noch schnell weiter auf die Liga 4. 1959, da führt Alibici vom Team Semedo Motorsport, Crimen vom Team Gorilla Racing, der ist gefahren, der hat noch bis jetzt noch nicht abgesagt. Netzer, den ich hier schon im Chat begrüßen durfte, toller 3. Platz, Glückwunsch auf jeden Fall schon mal an dich hier in Liga 4. Dann haben wir Dusfor, Afterwork Motorsport, BPR, MMR und was ist, der scheint in mehreren Teams zu sein, vom Team Best Position Racing, da reicht leider die Zeile nicht mehr aus, dass ich euch den Namen sagen kann. Dann haben wir den Fussi, Mr. Soko, Panatuna, C. Mandel, Jolly Joker, Lehman, Steffen D. Ilmaus und der Smalti. So stellt sich die Liga 4 da und hi, Paulo. So, ich guck mal kurz, Moment. Sorry, Leute. Ja, also ich sehe im Moment einige Trainingslobby für Blue Moon innen A rückwärts, aber noch ist die Trainingslobby nicht geöffnet. 20 Uhr, jetzt wird es aber Zeit, Hancock, sei mal ein bisschen pünktlich. Jo, da ist er, ich bin beigetreten. Also, so sieht es im Moment in Liga 4 aus. Dann haben wir noch unsere Liga 5. Auch nochmal eine Übersicht halber, der Maverick, Eiffel-Effe vom Team Gorilla Racing, Quicksilver, LEU, dann den Eofin, Headbanger, Harburger, Max the Rex, Spirit TV, Undertaker, Iron Cobra, 2 Absagen bis jetzt. Ja gut, unten sind dann die ganzen Absager und der PJ Gecko hat wohl im Nachhinein auch die komplette Saison abgesagt. Und hier haben wir die Liga 6 Fahrer, die wir gerade am Auffüllen sind. Wir haben einige neue Leute schon auf den Server bekommen und die werden dann nach und nach dann hier in Liga 6 einsteigen. Freut mich auch, dass Olli, also der SP12X, wieder am Start ist. Und wie es halt so ist, leider natürlich von ganz hinten anfangen muss in der Liga, das bedeutet für ihn Liga 6, aber er führt dort das Feld schon mal an, das sieht ganz, ganz gut aus.
als Aufsteiger. Und wir werden ja nach der Saison bedingt durch den Rückzug eines kompletten Teams viele Aufrücke haben. Und eventuell überspringt er dann vielleicht sogar eine Liga. Werden wir sehen. Dann haben wir noch den Omikron da, der sehr aktiv ist. Der Bittner Nightmare haben wir dabei. Tau T. Morales. Ja, und dann vier ganz neue. Bin ich mal gespannt. Die steigen quasi mit Rennen 3 dann in die Liga ein. Und damit hat sich die Liga von anfänglich 4 Leuten, ihr seht's, auf mittlerweile 9 schon wieder gemausert. Ja, das ist die Tabelle. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich blende die Tabelle wieder aus, beziehungsweise springe danach natürlich direkt in die Trainingslobby. Warm-up ist angesagt um 20 Uhr. Ich bin ja in der Lobby mittlerweile drin, 20 Uhr. Noch ein bisschen Warm-up hier von den Fahrern. Und um 20.15 Uhr geht es dann los. Das heißt, ich springe direkt jetzt mal in die Lobby. Das Event des Jahres im September 2023. Im Blickpunkt der Kanturismus-Szene ist die Gemeinde Großrosseln im Saarland. 24 Stunden Rennaction, alle Teams in einer Halle. Organisiert von der Sim Racing Saar und die kompletten 24 Stunden live gestreamt auf Twitch von Afterwork Motorsport TV. Das war nochmal der Trailer für das Event des Jahres im Jahre 2023 im Saarland. 24-Stunden-Event, alle Fahrer in einer Halle und Afterwork Motorsport TV ist auch vor Ort und wird das ganze Ding über 24 Stunden lang live auf unserem Twitch-Kanal begleiten. Da fällt mir immer wieder ein, wenn ich den Trailer hier sehe, dass ich den langsam mal austauschen muss, weil wir haben ja noch den Trailer mit den ganzen Teams, die mit dabei sind, aber den muss ich auch nochmal umändern, weil mittlerweile das eine Team, was noch keinen Namen hatte, einen Namen und auch ein Logo für sich gefunden hat. Das fällt mir jetzt gerade auch wieder siebenteils ein, aber Donnerstag ist Feiertag, da werde ich das Ganze übernehmen können. Ja, die Trainingslobby ist wohl nicht mehr so gut gebucht oder nicht mehr so gut genutzt, wie das für uns sonst bisher immer war. Sonst musste ich ja mal gucken, dass ich ratzfatz reinkomme. Im Moment sieht es stark nach einer Afterwork-Motorsport-Trainingslobby aus. Ist nicht schlimm. PC Seebeck ist dabei. Nicht vom Team Afterwork Motorsport. Und auch, habe ich ihn gesehen, genau, Lockside. Aber gut, er ist ja vom Schwesternteam Race Monkeys. Der gehört ja quasi fast zum Inventar vom Team Afterwork Motorsport. Ist egal. Auch wenn es, fast eine reine Afterwork Motorsport Lobby ist, wird es doch sicherlich ein spannendes Rennen sein. Und wir werden mal ein bisschen sehen, einen kleinen Vorgeschmack haben für den kommenden Mittwoch, was uns da so auf dieser kurzen Strecke erwarten wird. Also ich hoffe ja so ein bisschen, dass die Autos dicht beieinander sein werden und wir richtige Ren-Action auf diesem kurzen Blue Moon Bay Speedway Innenahr-Rückwärtskurs haben werden. Ich gehe mal in den Zuschauermodus und wir nutzen einfach mal die Zeit, uns die Strecke mal ein wenig zu Gemüte zu führen. Paule, ja, ist jetzt leider schon über die Start-Ziellinie. Ich guck mal, ob ich einen anderen Fahrer finde. Wir gehen mal hier auf den Olli SP12X. Der biegt nämlich gerade eben auf die Start-Zielgerade ein. Die letzte Kurve hat er hinter sich. Jetzt heißt es natürlich Gas geben, volle Kanne das Gaspedal durchdrücken. Dann kommt diese schnelle Rechtskurve, die ist auch nur eine Vollgaskurve, keine Frage. Und dann kommt dieser blöde Anbremspunkt für den Porsche, weil man das Lenkrad noch im Einschlag hat ein bisschen und jetzt hier vom Gas gehen muss, anbremsen. Viel enger müsste man normalerweise
diese Kehre nehmen. Und ihr habt gesehen, leider kam er zu weit raus. Und da der Schaden, nee, der Missschaden ist normalerweise auf leicht gestellt. Aber Olli nutzt die Gelegenheit, drückt sich nochmal zurück in die Box. Gucken wir halt auf den Paule, weil der ist jetzt an der gleichen Stelle. Der ist jetzt auf der Startziel. Gerade hat jetzt die Startziellinie überquert mit der 1.78.67 als schnellste Runde jetzt hier im Moment im Warm-up. Das hat nichts zu sagen. Hier rechts rum mit seinem Auto ein bisschen einfacher, um einiges einfacher zu fahren. Hier die Stelle. Anbremsen ganz, ganz eng. Also man muss ganz dicht an dieser Mauer vorbei. Er kommt zu weit raus, bisschen zu viel Tempo. Hier Doppelrechtskurve. Eng fahren, eng nehmen, rausbeschleunigen im Scheitelpunkt. Geht ein wenig schneller. Kommt man ein bisschen weiter raus. Hier die Haarnadel weit von hinten anfangen, rumrollen lassen und auch hier kann man früher aufs Gas gehen. Also da verliert man ein bisschen Zeit, aber gut, ist jetzt die zweite Runde von ihm. Jetzt hier Vollgas, Kurve anbremsen, links rum, Curbs, volle Kanne, mitnehmen, aufpassen, dass man hier nicht rauskommt, hat gerade so bei ihm gereicht. Hier lupfen, auch die muss man viel, viel enger über die Curbs fahren, um den Speed mitzunehmen. Hier auf dieses Stück. Jetzt die Kante. Zack. Das Auto springt. Rechts rum zur Mitte kommen. Am Apex anfangen Gas zu geben. Und wir sind wieder auf der Start-Zielgeraden. Gas geben. Und Paul hat nun seine vierte Runde, was wir rechts oben im Display sehen, hinter sich. Aber ihr habt gesehen, da waren einige Fehler drin. Und deswegen nur eine 1.09. Aber das wird die Schwierigkeit werden. Am Mittwoch diese Strecke konstant 60 Minuten lang quasi in Runden umgerechnet zu fahren, keine Konzentrations Einschnitte zu haben. Also da muss man wirklich komplett volle Kanne konzentriert sein. Auch hier, wie ihr seht, er kommt in der Mitte aus der Kurve raus und das bedeutet, er ist die Kurve zu langsam gefahren. Jetzt hängt er aber auch ein bisschen am Masterclock vom Team Afterwork Motorsport fest. Hier, Lockside, ihr seht an dieser Kante, setzt das Auto auf, ihr seht die Funken sprühen. Aber die Kante ist nicht mehr ganz so schlimm wie unter GT Sport, weil unter GT Sport ist das Auto an dieser Stelle dann richtig erstmal komplett versetzt. Es setzt auf, die Federn drückt das Auto wieder raus und das Auto versetzt quer. Und ja, das war auch schon auf jeden Fall immer eine Herausforderung an dieser Stelle. Müssen wir gerade noch hier schnell eine Datei suchen. Okay. Gehen wir mal auf Pete Seeberg. Er mit dem AMG unterwegs. Auch eine sehr, sehr auffällige Lackierung in diesem grün-weiß. Also sticht richtig hervor. Hinten den Afterwork Racing liegt Aufkleber drauf. Das freut uns natürlich immer sehr, wenn unser Aufkleber bedacht wird bei uns in der Liga, beziehungsweise bei der Afterwork Racing League, gibt es ja absichtlich keine Pflichtaufkleber. Aber das Ganze ist freiwillig und freut mich natürlich, dass wir hier bei ihm den Aufkleber hinten drauf sehen. Schnellste Rennrunde im Warm-up, immer noch vom Paule mit einer 1.07.8. Und hi, Harburger, sorry, das erste Mal eben erst gesehen. Jetzt Pete Seeberg, zweite Runde bei ihm, war eine 1.09. Gucken wir mal durch, Icewalker 1.08, jetzt hat er seine 1.07 erreicht. Oh, hier, Pete Seeberg mal vorbei am Lockside. Lockside ihn wohl vorbeigelassen oder einen kleinen Fehler gehabt, weil Lockside kontert, ja, und Icewalker wieder auf Abwägen unterwegs, hat erstmal ein bisschen das Gras gemäht und jo, die Bremspunkte, die Tafeln mal beiseite geschoben, die haben ihn vielleicht ein bisschen gestört. Kommt vor, aber man findet, die Fahrer wohl, haben sicherlich ihre Bremspunkte nicht an diesen Schildern. Ich schätze mal, das wird Schaumstoff oder was weiß ich sein, denn die fliegen doch mal richtig weg, sobald man sie abräumt. Panatuna, ja, ich glaube, der hat, wenn ich es vorhin mitbekommen habe, heute erst angefangen, die auf der Strecke zu trainieren. Macht sich natürlich mal direkt hier an den Zeiten bemerkbar, noch über der 1.10.
Der hat noch ein bisschen vor sich hier zu üben. Mittlerweile ja der Olli SPX 12 mit einer 107,510 die schnellste Runde hier im Warm-up auf der Strecke hingelegt. So, 20.12 Uhr, in 3 Minuten geht's los. Ich lasse euch schon mal hier ein wenig alleine mit den aktuellen Bildern und ich stelle euch da mal den Pete Seebeck ein. So, da bin ich wieder. Ja, das Rennen selbst wird eventuell zum absoluten Geduldsspiel auch für die Fahrer. Denn das hat mittlerweile das Training gezeigt, die Erfahrung gezeigt, also bei mir, dass ein Überholen kaum möglich ist. Gerade hier noch ein Fenster größer aufmachen, dass ein Überholen kaum möglich ist. Selbst wenn man 4-5 Zehntel schneller ist wie der Vordermann, kommt man nicht vorbei. Man fährt im kurvigen Teil ran, keine Frage, aber es wirkt ein wenig so, als hätten die Entwickler den Vorteil, den Windschattenvorteil unter GT7 komplett abgeschafft. Früher hatte man hier auf Blue Moon, gerade auf dieser langen Start-Zielgerade, immer die ganzen Windschattenduelle. Wenn man dicht dran war, hat man sich rangezogen, hat Geschwindigkeitsüberschuss aufgebaut und konnte überholen. Das ist hier auf dieser Strecke bzw. unter GT7 nicht mehr der Fall. Ja, Headbanger ist schon mal gespannt und dann wird die Qualifikation gestartet. Headbanger ist gespannt auf die Strategie. Bin ich auch mal gespannt, wobei ich grob, ja, bei den Fahrern ist jetzt weiß, aber wir werden es sehen. Also ich lasse mich da jetzt im Moment auch ein bisschen überraschen, wie die einzelnen Strategien sind. Und wir gucken mal. Ja klar, Hancock, der Lobby-Host, hat die Qualifikation gestartet. Er fährt als erster aus der Box raus und führt jetzt im Moment in der Boxenrunde, in der Einführungsrunde, in der Outlap das Feld an. Hier auf Blue Moon innen A in der Rückwärtsvariante. Ja, wie gesagt, es wird ein Geduldsspiel für die Fahrer. Überholen schwierig bis gar nicht möglich. Da wird man wirklich sehr auf den Fehler vom Vordermann warten müssen, um aus irgendeiner Kurve mal besser rausbeschleunigen zu können oder eventuell dann doch über die Strategie zu arbeiten, weil wenn man aufgehalten wird, es ist sogar sehr schwierig mit weichen Reifen
an einem, der vor ihm ist und mittlere Reifen fährt, vorbeizukommen. Auch das ist kaum möglich, weil im Geschlängel, im inneren Teil, im Infield ist Überholen nicht möglich. Da muss man hinten dranbleiben und, wie ich eben schon sagte, der Windschattenvorteil der Autos ist quasi fast abgeschafft worden. Und die lange Startzielgerade hier auf Blue Moon reicht nicht aus, um sich ranzusaugen und neben den Gegner zu setzen. Ist ein bisschen schade, aber was soll man machen? Müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen und gucken, wie sich die Rennen entwickeln. So, Hancock wird verfolgt hier vom Icewalker. Icewalker im Porsche, Hancock im GTR. Und jetzt sind die ganzen Fahrer auf ihrer ersten gezeiteten Runde nach der Outlap. Und wir dürfen gespannt sein, was wir jetzt am Anfang schon sehen werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir gleich fahren werden. Weil, wie gesagt, ich habe es ja fast verpeilt, dass das Ding heute stattfindet oder wie immer jeden Montag stattfindet. Und da hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt, mich darauf vorzubereiten. Aber wir werden ja gleich sehen, wenn das Rennen gestartet ist, wie viele Runden zu fahren sind. Die Qualifikation, das weiß ich auf jeden Fall schon mal, die dauert 10 Minuten statt 20 Minuten. Erste Runde ist gleich rum. Hancock, wir gehen auf denjenigen, der das Feld im Moment anführt. Was wird er für eine Zeit hinlegen? Eine 107.632 Icewalker hinten dran mit einer 107.791 ganz dicht dran. Dann ein bisschen größerer Abstand zum Paule. Aber denkt dran, das ist erst die erste gezeitete Runde. Das sagt noch gar nichts. Lockside mit einer 1.08. Auch Paule mit einer 1.08. Da schiebt sich Paule nach vorne. Wir gucken mal weiter nach hinten. Pete Sebeck 1.09. Masterclock 1.09. Palatuna 1.010. Dusfor, ja, der fährt in die Box. Der muss sein Auto reparieren. Der hat schon mal den ersten Aufhängungsschaden. Vorne links bringt natürlich nichts, damit weiterzufahren hier in der Qualifikation. Daher jetzt der Boxenbesucher wird natürlich neue Reifen mitnehmen. Neue Reifen mitnehmen und den Schaden reparieren lassen. Nächster Versuch, zweiter Versuch jetzt hier von Hancock, seine Zeit nochmal zu verbessern. Jetzt gleich fährt er über die Start-Ziellinie. Und was sehen wir? Ja, 66.000stel hat er seine Zeit verbessert. Wir sind jetzt bei einer 107,5. angelangt. Icewalker kommt noch nicht so in Tritt, weiß ich. Der kann schneller, aber ist mit dem Porsche ein bisschen schwierig. Zumindest diese Kurve hier hat er jetzt auf jeden Fall gemeistert. Und mal gucken, was wird bei ihm eingeblendet. Also erster Sektor für ihn, auch wieder rote Zeit angezeigt. Er muss da wohl noch ein bisschen in den Flow kommen. Paule Platz 3 im Moment. Und er leitet schon die 1.8er Zeiten an. Damit wird er nach seinen Trainingszeiten definitiv nicht zufrieden sein und wird, so wie ich ihn kenne, so ein bisschen wahrscheinlich entweder im Kopf mit sich meckern oder sogar in der Party. Also ich bin mal gespannt, ob da noch was von ihm kommen wird. 2.000stel dahinter, dann Lockside vom Team Race Monkeys. Olli, auch er, ihr seht's, Frontschaden, geht in die Box. Lässt den Schaden reparieren, dabei auch mal die Reifen wechseln. Pete Sebeck auch mit einer 1.08 hat sich nochmal verbessert in seiner dritten Runde. War ja seine zweite gezeitete Runde. Icewalker. Icewalker setzt die neue Marke. Ich hab's gesagt, der kann, der ist schnell, wenn er im Flow ist, wenn alles gut läuft. Er hat jetzt die neue Zeit gesetzt, die 107,352. Hi Mario und hi Paddy Bang. Olli, der kann auch schneller, weiß ich. Auf jeden Fall schneller wie die 108,665. Aber ihr habt ja gesehen, der muss sich in dieser zweiten Runde auch einen Schaden eingefahren haben. Oder es war die dritte. Er war ja kurzzeitig an der Box. Masterclock kämpft noch ein bisschen mit der Linie. Kämpft auf jeden Fall, habe ich mitbekommen, mit dem Porsche. Also da macht sich das bemerkbar, wenn man nicht genügend Zeit hat, hier ins Training zu investieren auf dieser Strecke, vor allen Dingen mit diesem Mittelmotorauto, mit diesem Porsche. Palatuna. Und hier ist noch Dusfor, der ja auch schon in der Box war. Das heißt, dritte Runde war auch für ihn Outlap. Und jetzt, na, hat er sich auch nicht verbessert, aber es ist seine erste gezeitete Runde.
eine 110,069. Paul geht an die Box. 6 Minuten sind rum. Es wird wohl noch für 2-3 Runden reichen. Und jetzt hängt Hancock fest. Hancock hängt bei seiner gezeiteten Runde fest hinter seinem Teamkollege, hinter dem Dusfor. Damit kann er sicherlich auch diese Runde abhaken. Vielleicht, oder ich bin mir sicher, dass Hancock jetzt das natürlich ausnutzen wird und wird in die Box fahren, um ja dann Reifen zu wechseln. Nein, er lässt Abstand. Er lässt Abstand und versucht so, das sein Problem zu lösen. Er versucht so, dass er wieder freie Fahrt auf der Strecke hat, um nochmal hier anzugreifen, um hier nochmal den Icewalker, der im Moment die Pole Position inne hätte, nochmal ja, zu übertrumpfen, was die Zeit angeht. Die zwei im Moment das Maß der Dinge, Icewalker und Hancock. 2 Zehntel sind sie auseinander, ist nicht unbedingt viel. Und dann klafft die doch große Lücke und da sehen wir immer noch eine 1.08 stehen als schnellste Rennrunde vom momentan Drittplatzierten von Paul. Hier, ja, gut bekommen. Was sagt jetzt bei ihm die Zeit? Wir bleiben einfach mal drauf, weil die 7 Zehntel zu seinem Vordermann beziehungsweise die 9 Zehntel zu seinem Teamkollege und vor allen Dingen auch Ligakollege, die möchte er ganz, ganz sicherlich so auf keinen Fall stehen lassen. Aber ja, auch in der Runde war nichts drin. 1.10. Der wird jetzt kochen innerlich, bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt heißt es, Ruhe im Kopf bewahren und weiterhin ruhig die Strecke zu fahren, nicht zu viel zu wollen. Hier 3 Zehntel Purple im ersten Sektor. Also er verliert dann die Zeit in Sektor 3 und Sektor 2, wenn er jetzt dabei bleibt. SPX hat sich da vorgeschoben, hat sich vorgeschoben auf Platz 3, hat sich vorgeschoben vor ihn, vor Paul. Und Paul wird das definitiv mitbekommen haben. Hier Cutten früh aufs Gas. Was sagt jetzt die nächste Zwischenzeit? Was sagt die nächste Zwischenzeit? Rot. Rote Zeit zu seiner 1.08. Und das, obwohl er fast 3 Zehntel Purple war. Purple im ersten Sektor. Also da läuft für ihn leider noch mächtig was schief, was den Sektor 2 betrifft. Und wohl auch den Sektor 3. Hat er schon im Training gemerkt. Schon auch angemerkt. Hat gesagt, was ist los? Was ist heute los? Warum bekomme ich Sektor 2 und 3 nicht mehr hin? Ja, was schreibt Paddy Bang? Paddy Bang schreibt, er hat richtig Schiss vor Mittwoch. Ja, warum hast du Schiss? Solange du nicht abfliegst, solange du dein Auto unter Kontrolle hast und deinen ja, Flow gefunden hast und fährst, ja, kann es ja nur was werden. Da brauchst du definitiv keinen Schiss zu haben. Hier, Lockside weiterhin auf Platz 5. Dusfor hat wohl schon sein Auto abgestellt, ist auf Platz 6 vorgefahren. Zeit sehe ich jetzt leider nicht, aber fast eine Sekunde Abstand. Das bedeutet, er wird wohl nur 1.08.2 gefahren sein. Pete Sabeck auch Auto abgestellt. Reicht für ihn auch. Hat auch, oh, hier schon auf hart umgestellt. Der wird wohl mit harten Reifen starten. Masterclock kämpft sich noch ein bisschen durch. Auch er hat morgen dann noch einen Tag Zeit zum Üben. Die Zeit wird er auch brauchen. Palatuna hat aus Auto abgestellt. 2,7 Rückstand auf den Erstplatzierten. Oh, und ich sehe gerade, Paul ist zumindest unter die 1.08 gekommen. Aber ist immer noch 2 Zehntel hinter dem SP12X unterwegs. Aber jetzt hat er Purple angezeigt. Nee, das ist Olli. SP12X bekommt Purple angezeigt nach Sektor 2. Jetzt heißt es Daumen drücken, Gas geben. Nimmt er die Zeit mit? Startziel? Nein. Verloren. 1.07. 7.35 hat sich selbst auch nochmal verschlechtert. Icewalker ist auch durch in der Box. Hancock konnte sich ja, minimal nochmal verbessern. 1.07. 4.98 war, aber bedeutet weiterhin für ihn Platz 2. Da dürfen wir jetzt, wie oben schon geschrieben wurde, gespannt sein, was die Strategie bringen wird. Wer bleibt wie lange draußen?
Wer macht eventuell einen Boxenstopp mehr, ist natürlich hier ein bisschen schwer aussagekräftig, weil man hier natürlich bei der 50% Renndistanz einen Boxenstopp mehr macht, fällt das natürlich wesentlich mehr ins Gewicht, wie wenn am Mittwoch 60 Minuten gefahren werden, also die doppelte Distanz. Aber es geht ja hier ums Training. Es geht zwar, klar, für den einen oder anderen Fahrer darum, auch diese Race Lobby zu gewinnen, aber es gibt halt auch die Fahrer, die das Ding wirklich dazu nutzen, unter quasi Rennbedingungen einfach mal zu testen, was geben die Reifen her, was kann ich für Stints fahren und schieben praktisch die Platzierung in diesem Rennen von der Priorität her natürlich nach unten. Ihr seht, harte Reifen sind Pflicht, müssen natürlich auch hier in dieser Rennlobby gefahren werden, hat sich leider mittlerweile eingebürgert hier. Wusste vorher keiner oder hat keiner mit gerechnet, dass im Prinzip jeder in jedem Rennen den harten Reifen nur eine Runde fährt. Aber gut, werden wir sehen, was das Ganze mit sich bringt. Wir sehen jetzt hier rechts die Aufstellung, 20.32 Uhr, 5 Minuten ist der Rennstart. Ich gehe nochmal kurz die Aufstellung durch. Für das Rennen Icewalker Platz 1, dann voll hinter Hancock, dann Olli SPX, Paule Platz 4, Lockside Platz 5, Masterclock startet von Platz 6, Dusfor 7, Pete Sebeck auch von Platz 8, dann Panatuna startet von Platz 9. Ja, Undertaker kam wohl zu spät in die Lobby rein. Guckt ihr das bitte im Stream an und nicht in der Lobby. Ja, 20.32 Uhr bedeutet für mich, ich kann auch noch mal ganz kurz hier um die Ecke gehen. Ihr seht noch mal ein bisschen hier das Tableau bzw. die Startreihenfolge. Ich sag mal bis gleich, ich bin natürlich rechtzeitig zum Start auf jeden Fall wieder da.
So, jo, es kann losgehen. 20.31 Uhr, 20.32 Uhr ist Start. Ja, sieht ein ganz bisschen so aus, als wäre das eine Trainingslobby vom Team Afterwork Motorsport. Aber nochmal an alle, die hier zuschauen, das ist eine Open Race Trainingslobby. AWL, da steht AWL, nicht AWM. Und das bedeutet, ihr könnt natürlich alle mitmachen. Jeden Montag. Pete Seeberg kennt das, er ist dabei. Moment. Ja, das ging jetzt schnell. Start ist erfolgt. Also wie gesagt, ihr könnt alle mitmachen und nicht einfach nur zugucken, was hier Afterwork Motorsport für eventuelle Taktiken fahren wird. Und ich muss jetzt ganz schnell in den Zuschauermodus gehen. Wir sind beim Start. Blue Moon Innen A Rückwärts Variante. Die Ampel wird angezeigt. Gleich springt sie auf Rot. Geht die fünf roten Lichter durch, dann geht sie aus, dann erfolgt der Start und wir gucken mal. Eiswocke wird nicht gut wegkommen, da wird definitiv Hancock sofort vorbeiziehen und eventuell wird Eiswocke noch den einen oder anderen Platz verlieren. Das ist so, das ist der Porsche. Der Porsche ist extrem schlecht beim Start und wir sehen auch hier schon, Hancock kommt vorbei und auch Paule. Paule greift an, hier parallel. Jetzt anbremsen die erste Rechtskurve. Mal gucken, wie kommen die Fahrer durch? Ja, sie reißen sich am Riemen, behalten ihre Plätze. Paule zieht auch zurück und damit haben wir die Positionen wie beim Start. Wir haben Hancock, wir haben Icewalker und wir gehen jetzt einfach mal das Feld durch und gucken auch schon mal, was für Reifen hier unterwegs sind. Wir sehen, Hancock ist mit Reifen hart gestartet. Dahinter ist der Icewalker mit Reifen weich und ihr seht das. Wir bleiben da jetzt mal drauf, damit wir einfach mal dieses Duell sehen. Er kann schneller, ihr seht es, er zeigt sich immer wieder, der Icewalker mit den besseren Reifen, aber es gibt kein Mittel, in diesem Geschlängel vorbeizukommen. Hier greift Paulo nochmal an, geht, setzt sich innen neben den Icewalker. Aber Icewalker natürlich auf der besten Position eigentlich zum Rausbeschleunigen. Und ja, Hancock geht natürlich wie erwartet in die Box, wird jetzt die harten Reifen los. Wir fahren 27 Runden. Paulo vorbei am Icewalker, beziehungsweise parallel fahren sie jetzt auf die erste Kurve zu. Icewalker muss zurückstecken mit seinem Porsche und somit führt im Moment Paulo das Feld an, gefolgt vom Palatuna. Wir gucken uns das an. Paulo, Reifen weich. Palatuna auch vorbei am Icewalker und da, ja, yeah. Leichte Berührung zwischen Palatuna und Icewalker, nichts passiert, Palatuna weiter vorne, aber hier auch nochmal eine leichte Berührung, da ist Icewalker ein bisschen zu eng gegangen und das nutzt Masterclock jetzt aus. Masterclock, Platz 3, Reifen weich, Icewalker hatten wir schon auch mit Reifen weich unterwegs, wir gehen das jetzt alles mal schnell durch hier, dieses Feld, Lockside, Reifen weich. SP12X Reifen weich, Duster Reifen weich, Seeberg auch mit, der ist mit Reifen hart gestartet und fährt sogar die zweite Runde noch mit Reifen hart weiter. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Hancock, ja, der war ja in der Box, erste Runde Reifen hart, jetzt hat er freie Fahrt, jetzt hat er freie Fahrt und er geht wohl eine ganz andere Strategie. Er setzt jetzt auf Reifen Mittel. Das hatten wir aber auch im Training. Reifenmittel ist man schnell, ist jemand mit Reifen weich unterwegs. Wir haben es auch eben bei den Reifen, harten Reifen gesehen. Kommt man nicht vorbei. Aber ob es jetzt die richtige Alternative ist, wo er freie Fahrt hat, dann auf Mittel zu gehen, ja, das wird sich herausstellen. Aber ich denke mal, da werden ihm Sekunden fehlen. Er wird definitiv aber eventuell dann hier vielleicht einen Boxenstopp sparen. Wobei 27 bedeutet 13-13 mit Reifen weich. Das wird sich wahrscheinlich auch so für den Mittwoch dann einbürgern. Als Strategie wird es boxenstoppmäßig dann gleich bleiben zwischen den Fahrern. Paule setzt sich ab vom Palatuna. Das war zu erwarten. Icewalker. Icewalker vorbei. So, ich muss mir mal meine Tastatur holen, um solche Dinge nochmal in der Wiederholung zu zeigen. Ja, dass sich Paulo vom Palatuna absetzt, war zu erwarten, haben wir ja auch eben im Qualifying gesehen. Von den Zeiten her, Icewalker jetzt die Chance genutzt, hat sich vorbeigeschoben, hat sich Platz 2 zurückgeholt. Aber Palatuna jetzt
das erste Mal hat er in einem Qualifying nicht hinbekommen. Unter der 1 Minute und 10 und bleibt auch erstmal am Icewalker dran. Dahinter Lockside, der drückt schon auch auf seinen Trainingskollegen auf dem Palatuner. Dahinter Dusfor und Olli SP12X. Hier ist es ganz, ganz eng. Und das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Auf der Strecke braucht man viel, viel Geduld. Weil Lockside, er kann schneller, er ist schneller, das weiß ich, wie Palatuner hier auf dieser Strecke. Aber er findet kein Mittel, am Vordermann vorbeizukommen, obwohl er deutlich schneller sein sollte. Und ihr seht es auch hier im Windschatten. Guckt euch den Abstand an. Er wächst noch nicht mal zum Fahrzeug vom Palatuner. Im Gegensatz, Palatuner hat die Kurve besser bekommen, kann sich sogar absetzen. Und jetzt ist Lockside aus dem Windschattenbereich vom Palatuner rausgefallen. Sekunden dann dahinter Dusfor, und Dusfor bekommt es hier gerade mit dem SP12X zu tun. Dahinter dann schon größerer Abstand, Piet Seebeck noch immer mit Reifen hart unterwegs. Bin ich mal gespannt, wie viele Runden er sein Auto hier mit den harten Reifen bewegen wird. Eventuell wird er vielleicht hier versuchen, auf einen Stopp zu gehen. Boxenstopp dauert hier. Reinfahren, Reifen wechseln, rausfahren, 22 Sekunden. Mal sehen, was ihm das am Ende bringt, wenn er hier einen Boxenstopp weniger macht wie der Rest des Feldes. SP12X, ihr seht's, guckt euch das oben an. Der Abstand bleibt trotz Windschatten fast gleich. Jetzt wird er ein Tick minimal geringer. Also kein Vorteil, kein Nutzen hier auf der langen Gerade mit dem Windschatten. Reicht nicht. Oh, Lockside rausgeflogen. Ich guck mal, ob wir das in der Wiederholung noch reinbekommen. Ich bin auf dem Lockside drauf und das ist diese Stelle, die ich angesprochen habe. Diese tödliche Stelle für den Porsche. Von der Bremse gegangen, alleine das von der Bremse gehen reicht. Der Porsche bricht aus, kriegt hinten kein Gewicht mehr, kein Grip mehr auf die Reifen und dann ist der Porsche weg. Das wird spannend, vor allen Dingen, ihr seht, 27 Runden, das bedeutet 56 Runden am Mittwoch. Und das bedeutet 56 Mal diese Stelle konzentriert fahren. Das spült ihn natürlich jetzt zurück auf Platz 6 hinter den Olli SP12X und damit sind es auch schon 3 Sekunden Abstand. Lasst euch nicht von dieser Anzeige irritieren, das ist ein Bug vom Spiel. Die Fahrer haben definitiv noch genug Sprit im Tank, um hier noch ein paar Runden auf den Asphalt zu legen. Masterclock, jo. Der ist rausgeflogen, habt ihr auch gesehen, in dieser Kurve. Ganz, ganz gefährliche Stelle, weil er mit dem linken Hinterreifen aufs Grün kam. Und dann ist das Auto nicht mehr zu halten. Dann macht es einen Abflug, Heckschaden und Aufhängungsschaden hinten für ihn. Und natürlich ein erheblicher Zeitverlust, ihr habt es gesehen. Er musste erstmal wieder sein Auto auf die Strecke bekommen. Paule zieht weiterhin seine Kreise vorne vor seinem Teamkollegen und auch Ligakollegen vom Icewalker. 2,6 Sekunden Abstand, eben Purple angezeigt für den Paule. Im Moment hält Icewalker die schnellste Rennrunde mit 1,07,389, aber nee, 389. Jetzt der Paule zurückgeschlagen und hat sich die schnellste Runde geholt. Was ist Icewalker? Icewalker ist noch eher bei der 1,07 Mitte, aber doch recht konstant unterwegs. Aber ihr seht auch hier kleine Probleme noch mit der Kurve. Immer wieder ein Tick zu weit raus. Dieses zu weit raus kostet Zeit. Man muss vom Gas gehen, man muss lupfen, man muss gucken, dass man wieder ordentlich auf die Strecke zurückbekommt. Ja, das kostet richtig Zeit. Aber so richtig kann der Paule davon vor ihm noch nicht profitieren. Ja,
Hier ist das Feld ein bisschen enger. Und damit auch interessant. Der Lokseiter, der abgeflogen ist, ist zumindest wieder auf Platz 5 vorgefahren. Und hier sehen wir so ein bisschen Zweikampf. Wir sehen Zweikampf zwischen Palatuner und dem SP12X. Und da wird wohl auch bald der Lokseiter mitspielen. Beziehungsweise wollen auf jeden Fall. Aber dazu muss er natürlich jetzt erstmal an die 2 rankommen. Aber wenn die natürlich ein bisschen hier in den Zweikämpfen verstrickt sind, eventuell auch Palatuner so ein bisschen hier den Olli aufhält, dann wird auch Lokseit an die beiden ranfahren und vielleicht, je nachdem, der lachende Dritte sein, wenn es darum geht, hier um den Positionsgewinn. Hier Angriff. Angriff vom SP12X, bremst sich innen rein, geht weit. Jetzt hat er die bessere Linie für die nächste Linkskurve. Da muss wohl gleich der, ja, da muss er ein bisschen zurückziehen, der Palatuner. Aber leichter Schubser, wohl oder fehlende Traktionskontrolle vom Olli SP12X. Er kommt quer. Damit wieder Palatuner auf Platz 3. Und jetzt haben wir aus dem Trio erstmal ein Duo. Das heißt Palatuner und Lokseit. Und damit wurde auch Dussvor vorgespult und auch Hancock ist noch vorbei am Olli, am SP12X. 9 Runden sind gefahren. Eine Taktik zumindest haben wir schon mal gesehen. Das ist der Hancock mit hart gestartet, Lokseit greift an. Jetzt schiebt er sich neben Palatuner die schnelle Rechtskurve und dann bin ich jetzt gespannt, wie lösen die beiden das hier? Anbremspunkt, ja, da muss Lokseit mit dem Porsche vorsichtig sein. Damit Vorteil für Palatuner und Palatuner hat weiter die Nase vorn. Ja, was sagen die Strategien? Alle mit Reifen weich unterwegs, Hancock mit Reifen hart gestartet. Und ich guck mal zuerst auf den Seeberg. Seeberg ja auch mit hart gestartet, war mittlerweile an der Box und hat sich die Weichen und damit die bessere Gummimischung geholt. Hancock, ja, Hancock mit hart gestartet, sagte ich eben schon, und ist auf Mittel gewechselt. Ich weiß nicht, ob er versuchen wird, jetzt diesen kompletten Stint hier auf Mittel durchzufahren, aber wir gucken uns mal seine Zeiten an. Die 1:07,941, schon mal eine wirklich sehr gute Zeit, meiner Meinung nach, zumindest für mich, hier auf dieser Strecke mit dem mittleren Reifen. Fahren andere und ich dann auch annähernd sogar mit den weichen Reifen. Also er ist flott unterwegs. 1.082, 1.082, 1.079, 1.080 und das mit dem mittleren Reifen. Das kann auf jeden Fall für sich ausgehen, zu sagen, okay, damit spare ich am Mittwoch. Und da legt er sogar eine 1.07,8 hin. Also ich werde morgen definitiv nochmal die mittleren Reifen testen. Also das kann sich dann natürlich auszahlen, wenn er diese Zeiten konstant mit dem mittleren Reifen und das Dussvor. Dussvor auch mit dem Porsche querkommen. Das kann sich für ihn auszahlen, wenn er am Mittwoch diese Strategie wählen wird. Diese Zeiten hier im Schnitt auf den Asphalt brennt und damit einen Boxenstopp und damit 22 Sekunden sparen wird. Also dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, aber die anderen sind alle mit Reifen weich unterwegs und wir nähern uns der 13. Runde. Das bedeutet, da wird es wohl losgehen und alle mit den Reifen weich in die Box fahren, sich nochmal die weichen Reifen holen und dann wahrscheinlich im Abschluss in der letzten Runde die Reifen hart zu fahren. Sind wir mal gespannt. Paule, der hat wohl irgendwas irgendwo extrem viel verloren. Aber guckt euch seine Reifen an, guckt euch seinen linken Vorderreifen an. Dagegen Icewalker, der hat eher hinten links den großen Verschleiß. Aber da wird natürlich Paule jetzt extrem am Kämpfen sein. Er muss ja noch die 12, er muss noch die 13. Runde fahren. Und das mit diesem Vorderreifen. Hinten hat er kaum Verschleiß, ist bei ihm kein Problem. Aber der linke Vorderreifen, der wird halt gebraucht auf diesem Parcours, auf diesem Kurs. Deswegen ist der auch so abgenutzt. Und Paolo muss jetzt zusehen, wie er die 12. und auch die 13. Runde noch hinter sich bekommt. Und gucken wir uns einfach mal den Sprit an. Sprit, was das Thema Nachtanken betrifft. Paolo halb. Icewalker auch halb. Das heißt, über die Box wird der Icewalker nicht an Paolo vorbeikommen. Der hängt jetzt natürlich fest.
Gucken wir uns die Zeiten an. Paule, 1,8,7. Ice Walker, ja. Der kann sich das Ganze nur angucken, was der Paule da vor ihm macht. Ice Walker kann nur darauf warten, dass Paule eventuell einen Fehler macht. Und da fährt Paule schon Kampflinie. Innen rein, die Haarnadelkurve, damit er nicht damit Ice Walker sich nicht innen reinbremst. Aber jetzt ist Ice Walker vorbei. Ice Walker ist vorne, hat die besseren Reifen, hat eventuell auch den Porsche hier auf diesem Stück. Und Ice Walker ist vorbei an seinem Teamkollegen, ist vorbei am Paule. Der Paule, der lange Zeit doch relativ deutlich hier das Feld angeführt hat, ist jetzt auf Platz 2 verwiesen worden vom Ice Walker. Dusfor geht in die Box. Nach Runde 12. Lockside Platz 3. Jetzt, ja, das wird wohl daran liegen, dass Palatun auch in der Box war. Lockside Platz 3. 13 Sekunden Abstand schon zu den beiden Erstplatzierten, die jetzt beide gerade in die Box gehen. Hancock, Platz 4, war ja auch schon einmal in der Box, wird natürlich jetzt hier an den beiden vorbeiziehen und mal gucken, was mit was für einem Vorsprung Hancock dann ja, vor dem Feld sein wird. Lockside auch nochmal erstmal weiter unterwegs. So, beide wechseln die Reifen, getankt hat keiner. Außer Ice Walker eventuell, denn Ice Walker kommt 1,6 Sekunden hinter Paule aus der Box raus. Das heißt, jetzt beginnt für ihn wieder die Jagd und Paule ist der Gejagte von seinem Teamkollege vom Ice Walker. Aber Hancock ist jetzt vor den beiden. Das heißt, beide, Hancock einen Stopp schon hingelegt, Paule Ice Walker einen Stopp hingelegt. Damit ist Hancock super unterwegs hier mit dem mittleren Reifen. Und wenn er jetzt zusätzlich auch noch keinen weiteren Boxenstopp mehr hinlegen wird, hinlegen muss, weil seine Reifen einfach, weil sein Sprit auch reicht, ja, dann hat er natürlich zumindest hier bei der halben Renndistanz alles richtig gemacht. Lockside. Linke Vorderreifen auch fertig, mit Reifen, weich unterwegs. Da wird für ihn auch nicht mehr viel drin sein. Also da muss er auf jeden Fall noch zwei Stops, gehe ich mal davon aus, auf jeden Fall hinlegen. Gehen wir das Feld nochmal durch. Wir gehen es einfach mal von hinten durch. Hinten weiterhin unterwegs der Masterclock. Jetzt schon 46 Sekunden Abstand zum 8-Platzierten, zum SP 12X Masterclock, aber auch schon frische Reifen. SP12X frische Reifen und SP12X greift den Palatuna an. Palatuna ist jetzt mit Reifen hart unterwegs. War in der Box. Gucken wir uns das Ganze mal an. Man findet keine Möglichkeit, vorbeizukommen. SP12X reifenweich, Palatuna reifenhart und SP12X kann kein Kapital rausziehen. Gut, jetzt kam er mal einen Tick besser aus der Kurve raus. Das liegt natürlich an den Reifen und kann sich jetzt neben Palatuna setzen, kann den Angriff starten, kommt auch hier schneller rum. Damit SP12X vorbei, hat sich Platz 7 geholt und Lockside geht an die Box. Dusfor, Platz 6. Hat jetzt eine 1,07 oder war das eine Boxenrunde? Eine 107,5 hingelegt. Pete Sebeck, Platz 5 unterwegs. Lockside an der Box holt sich jetzt auch nochmal ganz sicherlich die Reifen weich. Auch er hat nicht aufgetankt. Bedeutet, der Tank wird auf jeden Fall für 27 Runden reichen. Und man muss die anderen Boxenstopps dazu nutzen, sich neues Material auf die Felgen montieren zu lassen, beziehungsweise natürlich mit den kompletten Felgen wechseln zu lassen, dann haben wir Auto. Lockside, Platz 4, 15 Sekunden jetzt Abstand zu Ice Walker, der schon in der Box war, und Ice Walker ist dran. Ice Walker ist dran am Paule und beide fahren sie auch auf Hancock auf. Jetzt wird es spannend im vorderen Feld. Reifen weich, frische Reifen. Jagen den Hancock, der mit Reifen mittel unterwegs ist. Bleiben wir mal ein bisschen drauf.
Faule schon mal rechts rüber, um eventuell ein bisschen Windschatten abzuschütteln, interessiert den Icewalker gar nicht. Der Icewalker sagt sich, ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen dahinter, guck mir das Ganze so an, was macht mein Vordermann, versucht ihn vielleicht sich zurechtzulegen und Paule muss schon Kampflinie fahren. Paule fährt Kampflinie, Icewalker wieder außen vorbei, jetzt die bessere Linie für diese Kurve. Wer kommt besser raus? Der Icewalker kommt besser raus. Icewalker holt sich Platz 2 von Paulo und jetzt jagt erstmal Icewalker den Hancock und Paulo versucht natürlich da jetzt mitzumischen bzw. dran zu bleiben. 1,1 Sekunden Abstand nur noch. Icewalker zu Hancock. Der Abstand schmilzt, aber wir werden es im Auge behalten, was es für Möglichkeiten geben wird, da von den besseren Reifen zu profitieren. Icewalker 1:07.264. Icewalker hält auch im Moment die schnellste Rennrunde mit einer 1:07.150. Hancock unterwegs weiter mit den 1:08ern. Jetzt sogar mal eine 1:08.510 und jetzt lassen die Reifen vom Hancock nach. Jetzt lassen die mittleren Reifen nach und er muss wohl noch ein paar Meter hinlegen mit dem mittleren Reifen. Nee, also er muss auf jeden Fall noch mal in die Box und die beiden hinter ihm müssen auch in die Box. Also das zahlt sich im Moment nicht aus. Jetzt muss natürlich Icewalker versuchen, da vorbeizukommen am Hancock. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, obwohl man deutlich schneller ist. Obwohl man eventuell eine Sekunde schneller ist, gibt es im Infield natürlich kein Vorbeikommen und man kann höchstens jetzt hoffen, Icewalker kann höchstens jetzt hoffen, die Kurve besser zu kriegen, die Kurve besser raus zu beschleunigen, weil Windschatten ist nicht und da seht ihr es, innen rein. Er liegt besser, er liegt definitiv besser mit seinen Reifen weich und zieht jetzt am Hancock vorbei. Er hat die Nase vorne, aber Hancock das bisschen schnellere Auto. Jetzt das Anbremsduell. Anbremsduell zwischen Icewalker und Hancock. Icewalker ist vorbei. Hancock muss zurückziehen. Damit Icewalker Platz 1 und Paule. Jetzt ist Paule dran. Jetzt ist Paule dran am Hancock. Reifen von Paule sehen super aus. Hancock, linke Vorderreifen, Mittel, fertig. Und auch in Runde 18 Hancock mit einer 1:08.585. Also das sind jetzt schon fast 1,5 Sekunden Abstand. Unterschied von den Zeiten her. Und wir sehen es. Icewalker setzt sich ab. Ist natürlich für ihn super im Moment, weil er kann sich vom Hancock absetzen und Paule hängt weiter fest. Also da profitiert jetzt Icewalker natürlich erstmal richtig. Was macht Hancock? Geht er jetzt in die Box? Ja, Hancock biegt ab. Hancock biegt ab in die Box und muss sich jetzt auch frische Reifen holen und Paulo damit 1,8 Sekunden hinter dem momentan Erstplatzierten, hinter dem Icewalker. Was passiert weiter hinten im Feld? Ja, Lockside, der ist hier einsam unterwegs. 20 Sekunden Abstand nach vorne, wobei er jetzt über die Box am Hancock vorbeizieht und Lockside wird aber definitiv jetzt auch bald wieder in die Box gehen, weil ihr seht, er hat Reifen hart drauf, fährt gerade hier seinen Pflichtstint mit der schlechtesten Gummimischung, die es, ja klar, hier fürs Rennen gibt. Dahinter Hancock. Dus vor. Nach vorne ist nichts mehr zu holen und nach hinten muss er aufpassen. Dus vor muss nach hinten aufpassen, denn da kommt SP12X. Gehen wir auf SP12X mal drauf und gehen mal bei ihm ins Cockpit rein. So fühlt sich das an, wenn man hinter einem Fahrer ist, wenn man die Lücke sucht, wenn man die Möglichkeit findet, an einem vorbeizugehen oder eine Stelle zu finden, hier auf Blue Moon innen, überhaupt überholen zu können. Hier kommt Dus Vor gut raus, der Abstand vergrößert sich leicht, auch im Windschatten ist Olli SP12X also noch nicht drin, links rum. Jetzt gucken wir mal und verfolgen das Ganze mal bis zur langen Startzielgerade, aber ja, Dus Vor ist schneller. Dus Vor ist hier im kurvigen Bereich schneller
wie der SP12X. 1,3 Sekunden Abstand, gerade. Wer kommt besser raus aus dieser Kurve, die so, so wichtig ist, da richtig rauszukommen? Und da hat SP12X die Nase vorn. Zumindest ein klein wenig schmilzt der Abstand zu seinem Teamkollegen zum Dusfor. Aber es reicht natürlich nicht. Dusfor scheint in den Flow gekommen zu sein. Jetzt 1,08 niedriger Zeiten, die er da fährt. Was macht Platz 7? Was macht Palatuna? Nee, Sebeck. Es ist Sebeck, kommt zu weit raus. Damit zieht Palatuna natürlich vorbei. Und wir sehen auch schon die erste blaue Flagge. Jetzt muss Sebeck aufpassen, aber nach hinten ist Platz. Er konnte da bedenkenlos sein Auto wieder auf die Strecke bewegen und musste es natürlich erstmal drehen. Damit 11 Sekunden Abstand zum Palatuna, der diesen Vorfall... Oh, jetzt hat er natürlich Probleme. Reifen dreckig, Reifen kalt. Jetzt muss er, gerade wenn er ohne Traktionskontrolle unterwegs ist, erstmal ganz, ganz vorsichtig die Reifen wieder auf Temperatur bringen und vor allen Dingen erstmal wieder sauber fahren. Also da muss er aufpassen. Aber nach hinten hat er Luft, nach hinten hat er Luft. 39 Sekunden zum Masterclock, der natürlich dann schon überrundet wurde und damit keine 27 Runden fahren muss, sondern nur 26 Runden. So, hat auch einen Vorteil. Nur 26 Runden über die Strecke kämpfen mit dem Porsche statt 27 Runden. Also alles Schlechte hat auch einen Vorteil. Für ihn ist es einfach, dass er eine Runde weniger fahren muss. Und wir sind schon in der 21. Runde. Weiterhin Icewalker auf Platz 1 unterwegs, kann sich aber nicht richtig absetzen von Paul. Zumindest nur minimal, aber jetzt mal 2 Sekunden Abstand, kam aus der Kurve besser raus. Paul, Platz 2. Also die beiden, nee, die werden auch jetzt durchfahren. Hancock fährt durch, hat auch auf die Reifen weich jetzt gewechselt, hat gemerkt, die gehen ganz gut. Ich kann relativ flott mit den mittleren Reifen sein. Aber hier bei der 50% Renndistanz ist man definitiv im Vorteil, weil man die gleiche Boxenstoppanzahl machen muss mit den weichen Reifen. Und daher hängt er natürlich jetzt ein wenig zurück zu Platz 1 und Platz 2, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die beiden definitiv auf jeden Fall einmal noch in die Box fahren müssen, denn die müssen noch ihren Stint auf den harten Reifen absolvieren. Werden sie natürlich in der 27. Runde machen und in der Zeit versuchen, den Vorsprung zum Hancock zu halten. Nach Möglichkeit so ein bisschen, sogar ein bisschen auszubauen, weil wir erinnern uns, der Boxenstopp reinfahren, Reifen wechseln, rausfahren, kostet 22 Sekunden und Hancock ist mit 24 Sekunden zumindest am Zweitplatzierten dran. Das kann noch eng werden, vor allen Dingen bekommt jetzt Hancock hier mal Purple angezeigt. Der wird jetzt pushen, der wird jetzt versuchen Gas zu geben, um dann doch noch zumindest einen von den beiden Führenden über die Box zu überholen. Und das ist auch schon nur noch 23,7 Sekunden Abstand zum Paul. Also das wird spannend, das wird spannend. Da müssen wir gucken dann in der 26. Runde. Jetzt geht Paul in die Box. Paul geht schon in Runde 24 in die Box. Ja, das ist wohl dem Tank geschuldet. Er hat nicht aufgetankt. Wir haben ja gesehen, Icewalker hat ein wenig aufgetankt. Paul hatte nicht getankt, hat ein bisschen zu viel Sprit verbrannt. Jetzt muss er in die Box, muss auftanken und wird natürlich jetzt, nee, doch, muss ein bisschen auftanken und ist natürlich jetzt auf die Reifen hart gegangen. Hancock, hier seht ihr es, zieht vorbei. Damit hat sich Paul ein klein wenig verkalkuliert, was das Tanken angeht. Vor allen Dingen, weil er jetzt 3 Runden mit den harten Reifen absolvieren wird. Und da wird er natürlich oben links die Anzeige im Auge behalten, um zu gucken, was macht Lockside. Lockside hier. Lockside ist auch mit Reifen hart unterwegs. Das wird Paul aber nicht wissen.
Also, der Gewinner natürlich im Moment von diesen ganzen Strategien, dem Fehler, zu wenig zu tanken, ist natürlich der Ice Walker. 25 Sekunden hat er jetzt Abstand zum Hancock. Hancock macht Dampf. Ice Walker, die Tankanzeige blinkt. Purple bekommt er angezeigt, trotz der schlechten Reifen. Gut, ist nur der erste Sektor. Da sind die Reifen noch nicht ganz so wichtig wie jetzt in dem Teil, wo er sich jetzt befindet. Runde 26, das heißt, er wird jetzt gleich... Oh, Quersteher. Quersteher. Das kostet Zeit. Gucken wir, was macht Hancock? Immer noch die 25 Sekunden Abstand. Aber der Quersteher kommt ja noch, wo sich dieser, für ihn, also der sich rächt dann für, eventuell für den Ice Walker. Wir gucken uns jetzt Abstand jetzt an. Immer noch die 24 Sekunden. Hier war der Quersteher an dieser Stelle vom Ice Walker und wir sehen, aus den 24 Sekunden sind nur noch 22,7, 22,6, 22,5 Sekunden Abstand geworden und Ice Walker geht in die Box. Ich bezweifle, dass dies reichen wird. Und dieser Quersteher ihm im Prinzip den Sieg hier im Trainingsrennen gekostet hat. Hancock jetzt auf der Startzielgerade. Ice Walker, jetzt die Reifen gewechselt und er musste nicht auftanken. Nein, er hat nicht getankt, er hat es riskiert. Da kommt Hancock. Hancock mit Überschuss natürlich hier auf der Startzielgerade. Hancock vorbei am Ice Walker. Hancock holt sich Platz 1 und wir sind in der letzten Runde. Dieser Quersteher hat dem Ice Walker den Sieg gekostet. Er wäre einen Tick früher vom Hancock rausgekommen und Hancock hätte erstmal am Ice Walker dann vorbeikommen müssen. Ja, das ist Pech. Jetzt setzt sich natürlich Hancock ab. Und damit Ice Walker Platz 2. Powlef dahinter mit 5,5 Sekunden auf Platz 3 unterwegs mit den harten Reifen. Geht aus. Lockside ist ja auch mit Reifen hart unterwegs. Kann den, ja, den Abstand nicht verringern und wir sind ja in der letzten Runde. Insofern passiert da nichts mehr. Was ist mit Olli? Olli, Platz 6, holt sich aber jetzt den Duss vor und holt sich den Platz 5 zurück. Wir gucken, Hancock hier, Glückwunsch. Platz 1 für ihn, 3 Sekunden sogar rausgefahren zum Ice Walker. Platz 2 für ihn, Glückwunsch. Da kommt Paule. Den letzten Podiumsplatz heimst er sich ein. Platz 3. Lockside über die Startlinie. Glückwunsch. Dann kommt Olli. Ja, der hat jetzt noch mal ein paar Meter vor sich. 44 Sekunden ist er hinter den ersten vier. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Dahinter sehen wir dann Palatuna, Dusfor und den Pete Sebeck im AMG mit der auffälligen grünen Lackierung, die natürlich hier aus dem orangenen Fahrerfeld hervorsticht. Letzte Meter für Olli SP12X und vielen, vielen Dank für Mika für dein Abo. 10. Abo jetzt schon für dich. Vielen, vielen Dank. Und ja, da kommt Olli SP12X, sieht die schwarz-weiß karierte Flagge als Platz, als 5. Panathuner Platz 6. Glückwunsch. Piet Seebeck und Dusfor überqueren die Ziellinie. Ja, und Masterclock wurde ja schon eine Runde früher abgewunken auf Platz. Oh, Entschuldigung, Siegerbild weggeklickt auf dem letzten Platz. Er wurde ja vom Erstplatzierten schon überrundet. Hier nochmal der Endstand. Hancock Platz 1 mit einer 1,07, 1,67 reichte nicht ganz für die für die schnellste Rennrunde. Die hat Ice Walker, der Zweitplatzierte, in sich inne mit einer 1,07,150. Dahinter Paula auch mit der beachtlichen 1,07,221 auf Platz 3. Er war schon 8 Sekunden Abstand zum Erstplatzierten. Lockside 4. SP12X 5. Der Palatuna auf Platz 6, der glaube ich erst heute so richtig angefangen hat zu trainieren. Also tolles Ergebnis für ihn. Piet Seebeck auf Platz 7, der sehr, sehr lange am Anfang mit den Reifen hart gefahren ist. Dusfor Platz 8 am Ende und ja, achso, ich kann ja hier durchschalten. Platz 9 hat sich dann mit einer Runde Rückstand der Masterclock vom Team Afterwork Motorsport geholt. Ja, Netzer, war ein schönes Rennen, war spannend, war zu sehen, was uns am Mittwoch hier
über dann natürlich, jetzt muss ich wieder rechnen, 56 Runden erwarten wird. Das Ganze wird dann kommentiert von unserer Lizzie, zumindest in der Liga 1 und natürlich mit ganz, ganz, ganz tollen anderen Streamern bei den anderen Ligen, bei denen es natürlich genauso spannend zugehen wird wie in Liga 1. Da ist egal, wo ihr einschaltet, schaltet einfach da ein, wo ihr einen Fahrer kennt, wie es euch beliebt, aber natürlich kann ich euch immer die Lizzie von Afterwork Motorsport TV empfehlen. Ja, vielen Dank für, auf jeden Fall für alle, die sich das Rennen angesehen haben, die mal ein bisschen gestalkt haben, was so drin ist hier im Rennen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Wir haben, es ging sehr, sehr zivilisiert durch hier das Rennen. Für ein Trainingsrennen wunderbar. Damit auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch an die Fahrer. Ja, Mittwoch wird spannend, Leute. Schaltet auf jeden Fall ein. Liga 2 bis 6 starten um 20 Uhr das Rennen. Liga 1 um 20.15 Uhr wie gewohnt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss. Und ja, von meiner Seite aus auf jeden Fall bis nächsten Montag.